Auch Schulen sind teilweise wieder geöffnet. Auch hier gilt, das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten durch genügend Abstand und häufiges Händewaschen. Doch das klappt offenbar nicht überall. Neue deutsche Welle-Star Markus Möll hat gemeinsam mit seiner Verlobten seine Tochter jetzt aus der Schule genommen, denn er sagt, die Verhältnisse in der Schule sind katastrophal und er hat Angst, dass sich seine Tochter dort mit Corona infiziert. NDW-Star Markus hat seine Stieftochter Svenja aus der Schule genommen. Die Verhältnisse dort sind eine Katastrophe, sagt der Sänger. 150 Schüler gehen eng an eng durch einen kleinen Eingang, die meisten ohne Maske. Es gibt nirgendwo Desinfektionsmittel, nur ein kleines Stück Seife auf den Toiletten, die alle benutzen, so der Musiker. Sie könnte natürlich sich in der Schule anstecken und dann Krankheit mit nach Hause bringen. Und dort gibt es eben in der Familie zwei Risikopatienten. Auch Svenjas Mutter, Nicole Yvonne König, ist empört. Wo sind Hygienevorschriften? Warum werden öffentliche Toiletten geschlossen? Und hier dürfen 150 Schüler drauf. Es ist keine Desinfektionsmöglichkeit da. Es ist in den Klassenräumen keine Desinfektion da. Der Abstand wird von den Jugendlichen leider nicht gewahrt. Das sieht man auch auf den Videos. Und dafür ist es einfach zu gefährlich, dass meine Tochter Corona mit ins Haus bringt. Die Mallorca-Sängerin will ihre Tochter jetzt selber zu Hause unterrichten. Und ich hoffe, dass die Behörden, die dafür zuständig sind, richtig einen auf den Deckel kriegen, was das angeht. Ja, weil das ist eine Gefährdung der Gesellschaft und nichts anderes. Es kann ja wohl nicht sein, dass wir hier 3 Wochen in Ausgangssperre sind oder Kontaktbeschränkung sind und dann ist dann alles innerhalb von, ist alles hinfällig, ja? Oder? Wie siehst du das? Ja, ich bin deiner Meinung. Ne? Das ist unglaublich. Ja, sind die Schulen jetzt bereit für eine Öffnung oder nicht? Darüber wollen wir jetzt sprechen. Und zwar mit Karin Prien, der Bildungsministerin von Schleswig-Holstein, Heinz-Peter Meidinger, den Lehrerverbandschef und der Moderatorin und Zweifachmutter Tanja Bülter. Alle sind uns jetzt zugeschaltet. Wir wollen anfangen mit Ihnen, Herr Meidinger. Was sollte denn eine Schule gewährleisten in diesen Zeiten? Also wir haben im Grunde genommen 3 Maßnahmenbündel, die wir ergreifen, um den Gesundheitsschutz hochzuhalten. Das eine sind organisatorische Maßnahmen, beispielsweise entsprechende Abstandsregelungen in den Klassenzimmern. Die Tische müssen voneinander entfernt sein. Wir haben, dass ein Eingang nur benutzt werden darf fürs Reingehen, ein Eingang fürs Rausgehen. Wir haben Abstandsregelungen in den Schulsekretariaten. Wir haben auf der anderen Seite Hygieneschutzmaßnahmen, Flüssigseife, Wasser, engere Reinigungszyklen, Lichtschalter, Türklinken. Und wir haben, das ist ganz wichtig, Verhaltensregeln. Also auch die Jugendlichen und Kinder selber müssen natürlich Abstand halten. Wenn die sich nicht an die Verhaltensregeln halten, nutzen auch die beiden anderen Maßnahmenbündel nichts. Aber eine Maskenpflicht gibt es ja noch nicht. Frau Prien, was halten Sie denn zum Beispiel von einer Maskenpflicht in Schulen? Also die Maskenpflicht ist wichtig auf dem Weg zur Schule in den Bussen und in der Schulbeförderung, auch wichtig auf dem Schulhof und auf den Laufwegen in den Gängen, überall dort, wo der Abstand möglicherweise nicht eingehalten werden kann. Im Klassenzimmer hingegen halte ich davon nicht so schrecklich viel. Masken tragen, insbesondere bei kleineren Kindern, ist ja medizinisch durchaus auch umstritten. Insofern Maske, ja, dort, wo der Abstand nicht eingehalten werden kann. Maske im Klassenzimmer, nein. Frau Bülter, was sagen Sie dazu? Sie haben auch einen Brandbrief an den Berliner Senat geschrieben. Sie sind zweifache Mutter. Was halten Sie generell von den Öffnungen der Schulen? Einerseits ist es natürlich richtig, nach den wochenlangen Homeschooling-Phasen jetzt die Kinder wieder in die Schule zu schicken. Aber das muss natürlich trotzdem stimmen in der Schule. Also mein Sohn fängt morgen wieder an. Ich war Freitag noch in der Schule und habe mir das genau angeschaut. Und das Problem ist, dass die Schulen einfach alleine gelassen werden. Also unser Direktor hat mehrfach bei der Schulaufsicht sich beschwert und gesagt, ich habe nicht genügend Seife, ich habe keine vernünftigen Handtücher. Also es sind diese Rollen und die ganz kleinen Kinder, die ziehen die teilweise gar nicht runter. Das heißt, alle Kinder trocknen sich mit dem gleichen Handtuch ab. Das sind Zustände. Desinfektionsmittel gibt es überhaupt nicht. Und ja, natürlich werden Abstände so gut es geht gewahrt, aber das reicht ja noch lange nicht. Herr Meidinger, wir haben ja auch gerade in dem Beitrag schon gehört, dass dort eben auch keine Abstände gewährleistet werden können. Klar gibt es dort die Regeln, aber es hält sich keiner so wirklich dran, haben wir auf den Bildern gesehen.
Und dann wurde das Kind aus der Schule genommen. Kann man als Eltern, wenn man Sorge hat, das Kind einfach aus der Schule nehmen? Also so ganz einfach ist es nicht, wobei man grundsätzlich sagen muss, wir haben ja mittlerweile 25.000 Schulen in Deutschland geöffnet. Die negativen Rückmeldungen, Gott sei Dank, sind gering. Es haben sich, glaube ich, sowohl Schulleitungen als auch Schulträger, als auch die Ministerien, glaube ich, auch ziemlich reingehängt, um Maßnahmen, um Sicherheit und Gesundheitsschutz zu gewährleisten. Es ist so, wenn natürlich zentral wichtige Gesundheitsschutzmaßnahmen vernachlässigt werden, glaube ich, kann man schon darüber nachdenken, das Kind zu Hause zu lassen. In dem besagten Fall sind ja zu Hause dann auch Risikopersonen. In solchen Fällen haben viele Bundesländer auch die Regelungen, dass die Kinder von der Präsenzpflicht befreit werden können, wenn zu Hause eben Risikopersonen sind. Mhm. Frau Prien, nochmal an Sie die Frage. Sie haben vor einigen Tagen getwittert, Schulöffnung ist übrigens auch kein Wettbewerb. Fühlt es sich für Sie manchmal so an, als wäre es ein Wettbewerb? Also ich glaube, wir haben als Kultusminister sehr gut daran getan, in den letzten Wochen immer gemeinschaftlich die nächsten Schritte miteinander zu erörtern. Wir haben jetzt eine Situation, dass ab dieser Woche zusätzliche Klassen, also auch die vierten Klassen erstmals, in die Schulen kommen. Und nun ist vereinbart, dass die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten über die weiteren Schritte am kommenden Mittwoch beraten. Und ich glaube, wäre ein guter Weg, wenn alle Bundesländer für die weiteren Schulöffnungen jetzt einmal abwarten, was dort miteinander besprochen wird. Das ist, glaube ich, sehr verwirrend für Eltern, für Lehrkräfte, für das gesamte Schulsystem, wenn dann immer Einzelne vorpreschen. Wir sollten hier beieinander bleiben und gemeinsame Schritte vereinbaren. Und vielleicht nochmal Frau Bülter, was schlagen Sie denn vor? Also wenn Sie sagen, Sie sind nicht zufrieden sozusagen mit der Situation in der Schule, in die Ihre Kinder gehen, was schlagen Sie dann vor? Letztlich werden die Schulen ja wirklich alleine gelassen von den Bezirken und auch vom Senat. Und es ist tatsächlich so, es muss kein Wettbewerb sein, wer als erstes öffnet, sondern der dafür gerüstet ist, der müsste öffnen. Das heißt, in Berlin, wie zu lesen ist, sind angeblich 5000 Liter Desinfektionsmittel für die Schulen gekauft worden, die sind aber gar nicht angekommen. Und damit meine ich nicht nur die Schule meiner Kinder, sondern auch viele andere. Das heißt, der Senat muss letztlich dafür sorgen und die Bezirke genauso, dass die Schulen erstens das Reinigungspersonal erhöhen und die Putzstunden erhöhen. Die Schulen in Berlin, wer einmal einen Schritt in so eine normale staatliche Schule gesetzt hat, weiß, die sind sowieso ziemlich dreckig. Das ist das Problem Nummer eins. Und das zweite ist, dass einfach mehr Seife, mehr Standards, die ganzen Hygienemaßnahmen letztlich die Schulen dafür rüsten müssen. Also nichts anderes muss geschehen. Herr Meidinger, vielleicht wollen Sie darauf direkt reagieren. Was sagen Sie dazu? Also ich glaube, Flüssigseife, Einmalhandtücher, das gehört unbedingt zum Standard und da sollte eigentlich auch jede Schule gerüstet sein. Also meine Rückmeldungen sind so, dass es an den meisten Schulen damit keine Probleme gibt. Mit den Desinfektionsspendern ist das so eine Sache, die sind ja auch in den Hygienemaßnahmen der KMK nicht ausdrücklich vorgesehen. Die müssen offensichtlich nicht sein. Ich glaube, es reicht, Abstand zu halten. Ich bin übrigens auch für eine Maskenpflicht außerhalb des Unterrichts. Und ansonsten halt dann wirklich, wenn irgendwo ein Mangel ist, das bitte auch dann melden sofort. Und ich bin mir sicher, Schulleitungen und Schulaufsichtsbehörden oder die Schulträger, es sind ja häufig die Kommunen zuständig, werden dann alles tun, damit diese Mängel abgestellt werden. Dann vielen Dank Ihnen dreien für das Gespräch.